liebe Babette, schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier 20, 30 Minuten mit mir über alte Zeiten zu reden. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Umso mehr freue ich mich, dass jetzt ein bisschen Erinnerung hochkommt an alte Zeiten. Ich habe vor mir hier ein paar biografische Daten. Du hast dein Diplom in Marburg gemacht, deinen Doktortitel in Marburg erworben und von da aus ging es nach Heidelberg. Irgendwie, wie kamst du zur Psychologie? Wie kamst du zu Heidelberg? Das sind Fragen, die sich mir jetzt rückwirkend stellen. Ich habe sie damals, als du in Heidelberg warst, nie gestellt. Aber manche Fragen kommen einem erst hinterher. Ja, erstmal ganz vielen Dank, Joachim, für diese Einladung. Ich habe mich richtig gefreut und ich mache es sehr gerne hier mit. Finde das schön. Ja, ich habe meinen Doktortitel in Marburg von der Philipps-Universität Marburg erhalten, war aber tatsächlich in den USA, um dort in Philadelphia an dem Anxiety Treatment Center der Temple University eine 3 Jahre zu verbringen, in denen ich die Daten für meine Dissertation gesammelt habe, und mit einem Stipendium vom DAAD war das möglich. Und Irmela Florin war meine deutsche Doktormutter und Diane Chambliss meine amerikanische Doktormutter, und ich habe da einfach eine ganz, ganz wertvolle Zeit gehabt. Und wir sind dann tatsächlich 1990 nach Heidelberg zurück. Da habe ich nicht nur mein erstes Kind großgezogen, der in den USA noch geboren wurde, sondern auch meine Doktorarbeit erstmal fertig geschrieben und bin dann bis 1997 tatsächlich an der psychiatrischen Klinik in Heidelberg tätig gewesen, als sogenannte Stationspsychologin. Was ich da gemacht habe, ist, dass ich die Angstbehandlung aus kognitiv-verhaltenstherapeutischer Sicht, ich würde mal sagen, implementiert habe in der Klinik. Und sehr, sehr viel Patienten gesehen habe und sehr viel praktisch gearbeitet habe. Und in den USA hatte ich diese Chance, dieses Scientist-Practitioner-Modell wirklich zu leben. Also ich konnte Praxis lernen, ich konnte therapeutisch, habe ich da ganz, ganz viel gelernt und gleichzeitig eben auch forschen. Eine sehr angewandte Forschung. Da kamen auch viele Ideen für meine Forschung, kamen aus der Klinik. Das habe ich dann eben in der Zeit in der Psychiatrie mit kleinen Kindern nicht wirklich geschafft, nebenher auch noch weiter zu forschen, weil ich vor allen Dingen eben in der im praktischen Alltag Therapien gemacht habe und einiges mehr. Und dann kam tatsächlich die Idee auf, ich könnte mich doch für ein Margarete von Wrangel-Stipendium, Habilitationsstipendium des Landes Baden-Württemberg bewerben, um wieder mehr Forschungsfokus in meinen Alltag, Berufsalltag zu bekommen. Das habe ich getan, habe mich unheimlich gefreut, dass ich das Stipendium bekommen habe und bin mit diesem Stipendium dann ans Psychologische Institut gegangen und habe dort dann auch Ideen aus meinem Alltag in der Klinik. Da habe ich eben viel mitbekommen, wie schwierig es ist, Patienten und Patientinnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen zu behandeln. Da habe ich dann DFG-Forschungsantrag zugestellt und den habe ich auch bewilligt bekommen. Und das war dann natürlich ein guter Start. Also ich hatte eine Stelle, ich weiß noch, ich hatte Glücksmomente am Kopierer. Damals hat man noch kopiert, ja. Und ich fand es so schön, dass ich so viel Zeit hatte, in eine Bibliothek zu gehen. Dann zog man noch die Zeitschrift, Richtig physisch. gebundene Jahrgang der Zeitschrift aus dem Regal. Und dann habe ich mir das kopiert, bin in mein Zimmer gegangen und habe es gelesen. Das waren echte Glücksmomente, wo ich es unglaublich genossen habe, dass ich dafür bezahlt werde, dass ich mir weiteres Wissen aneignen. Ja, ich finde, das beschreibst du wunderbar, diese akademische Neugier. Ich erinnere mich auch an Zeiten, wo ich auf Fernleihen gewartet habe. Damals gab es noch dieses merkwürdige Institut Fernleihe, dass man irgendwo an einer anderen Universität einen Artikel bestellt hat. Und 3, 4 Wochen später kam dann irgendwas ins Postfach. Und ich war so begeistert, wenn dann so ein paar Seiten kamen und manchmal auch schwer enttäuscht, wenn da irgendwie nur 2 Blätter waren, aussagelos. Loser Text, hatte ich mir irgendwie viel mehr versprochen.
heute unvorstellbar. Ja? Ja. Aber schön, schön, dass du diese Glücksmomente beschreibst, das freut mich. Ja. Und man konnte damals auch noch und musste auf einer Schreibmaschine in Zoom eingeben, welchen Artikel man denn bestellen möchte. Also das war auch noch in der Bibliothek im Institut. Ja, und das hat mich also ans Institut gebracht, wo ich dann auch wirklich eine sehr, sehr fruchtbare und schöne Zeit hatte. Und es durch die Einrichtung der Hochschulambulanz ja auch möglich war, auch Therapien zu machen, aber eben in sehr viel geringerem Umfang, als ich das natürlich im Alltag in der psychiatrischen Klinik gemacht habe. Und diese Kombination, wo ich dann sehr viel mehr Wert auf Forschung und mehr Zeit auch mit Forschung verbracht habe und Lehre, das war dann auch neu für mich, die Lehre, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Für die du auch mit einem Preis ausgezeichnet wurdest. Genau, der heute noch in meinem Büro hängt. Großartig, das muss ich der Fachschaft unbedingt sagen, wie nachhaltig solche Preisverleihungen wirken. Ja, genau. Und also von daher war das dann einfach eine sehr erfolgreiche Zeit, die tatsächlich ja auch, die ich mit meiner Habilitation auch abgeschlossen habe. Nicht abgeschlossen, sondern 2002 habe ich dann mich am Institut habilitiert und bin dann gemeinsam mit Thomas Füdrich nach Berlin gegangen, der ja nun mal mein Mann ist und damals auch schon war. Das ist auch eine Anekdote vielleicht aus dieser Zeit. Da haben wir immer ein bisschen Wert drauf gelegt, dass das nicht zu publik wurde. Das habe ich früh gelernt, weil ich eben schon mit Thomas auch in die USA gegangen war und gerne wollte, dass die Menschen mich wahrnehmen und nicht nur mich als Anhängsel von Thomas Füdrich. Und ein schöner Satz war, dass eine Studentin, die irgendwie entfernt jemanden aus unserer Bekanntschaft kannte, gesagt hat, was haben eigentlich der Füdrich und die Renneberg miteinander? Wunderbar. Die Antwort war dann zwei Kinder und sie leben auch zusammen. Aber es hat mich gefreut, dass, und das war auch die Atmosphäre am Institut, bin sehr willkommen, sehr, sehr freundlich aufgenommen worden und fand das einfach sehr angenehm. Und ich erinnere mich auch noch an dich und als du dann gekommen bist, Joachim, und als du mir beigebracht hast, wie man eine digitale Postkarte schickt. Das war wunderbar. Und die digitale Revolution, die du damals eingeführt hast, ist mir in sehr, sehr guter Erinnerung. Und du bist mir immer ein Beispiel dafür, wie man auch solche Verwaltungswege kürzer und effizienter gestalten kann. Also danke für dein Vorbild. Da liegt bis heute ja einiges im Argen. Ich habe gerade kürzlich wieder darüber nachgedacht, wir haben Urlaubskarten. Da muss auf einer Karte, auf einem DIN A5-Blatt, der Urlaubszeitraum angegeben werden. Dann muss der Dienstvorgesetzte unterschreiben mit seinem Kürzel. Dann muss der Institutsdirektor mit einem Kürzel unterzeichnen. Und dann wird das Ganze digital irgendwo in eine Personalakte eingetragen, wo du denkst, wie absurd ist das im Jahre 2020, ne? Ja. Aber vielleicht hilft da Corona auch ein bisschen weiter. Im Moment habe ich den Eindruck, ist die Offenheit für manche digitale Fassungen größer als je zuvor und die papierne Welt, vielleicht lassen wir sie irgendwann endgültig hinter uns. Babette, du warst damals ja in einer tollen Abteilung, nämlich in der Abteilung für klinische Psychologie bei Rainer Bastine. Und ich glaube, das ist ja auch bemerkenswert, weil ich glaube, in dieser Abteilung hat ein wunderbares Klima geherrscht. Das lag sicher auch an den Personen. Und ich habe kürzlich mit Annette Kämmerer hier gesprochen und die erinnerte sich an so viele Geschichten, wie sie über den Flur gelaufen ist und bei Thomas reingerufen hat, was haben wir es, du weißt gar nicht, wie gut du es hast, hat sie gesagt. Ja. Ich finde, das ist einfach auch toll zu sehen, dass da zu einem bestimmten Zeitpunkt eine gute Arbeitsatmosphäre war. Wie würdest du das beschreiben? Weil was war die Ingredienz dafür? Was war das Geheimrezept? Ich glaube, du hast es eigentlich schon benannt, Joachim. Ich glaube, dass es Rainer Bastine in
wirklich sehr, sehr guter Manier gelungen ist, diese verschiedenen Menschen, die da zusammen in der Abteilung gearbeitet haben, doch immer wieder an einen Tisch zu bringen. Und mir gegenüber hat er mir alle Freiheiten gelassen. Das war hervorragend einfach. Und wir haben ja durchaus auch Personen dabei gehabt, die sehr starke eigene Meinungen haben. Denken wir an Peter Fiedler zum Beispiel. Und mit Peter habe ich mich auch, also das schätze ich total an ihm. Man kann ihm einfach sagen, wenn man anderer Meinung ist, das ist dann aber nicht schlimm. Das muss man dann halt aushalten. Ja? Und Peter mit seinem Schatz an Wissen und an unglaublichen Belesen hat immer konstruktiv auch für mich, hat er mir gute Tipps, ganz wertvolle Tipps gegeben. Und Annette Kämmerer, du kennst sie ja auch sehr gut. Das ist ja einfach eine Freude, wenn... Großartig. Ne? Sie hat selbst noch mal davon berichtet, sie habe sich immer als linke Socke gefühlt. Das fand ich, habe ich in der Zeit damals gar nicht so wahrgenommen. Ich habe sie natürlich querköpfig wahrgenommen. Sie hatte eine eigene Meinung, die hat sie sehr gut begründet vorgetragen und hat sich da auch nicht von abbringen lassen. Aber linke Socke, das fand ich, war jetzt witzig, wie sie das in der Rückschau selbst betitelt hat. Aber das ist das Bastine-Klima gewesen, was damals vorgeherrscht hat, ne? Ja, ich glaube, das ist Rainer tatsächlich, dass der uns alle so gelassen hat und nicht versucht hat, da irgendwie jemanden in irgendwas zu zwingen, sondern dass so Annette auch, ich würde sie, finde ich auch interessant, linke Socke, ich finde sie eher frauenbewegt, ja? Ja. Also das war für mich das Das Interview mit ihr anhören, sie sagt, ihre größte Enttäuschung, dieses größte negative Erlebnis in Heidelberg war ihre Zeit als Frauenbeauftragte. Also, wo ich denke, wie tragisch, das hört sich für mich in der Rückschau richtig traurig an, weil sie meint, sie hat in dieser Zeit nur auf Granit gebissen und hat sozusagen ganz wenig bewegt. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber in der Rückschau sieht es total anders. Ja, genau. Sehe ich auch so. Also von daher, man kann manchmal in der Rückschau Dinge verzerrt vielleicht wahrnehmen. Andere sehen das dann anders. Heidelberger Zeit, vielleicht kommen wir noch mal auf ein paar persönliche Anekdoten. Ich habe dich zum ersten Mal richtig kennengelernt bei der Fußball-Weltmeisterschaft, als wir eine Tipprunde im Institut eingerichtet haben. Erinnerst du dich noch daran? Selbstverständlich erinnere ich mich daran, Joachim. Wie großartig ist das? Auch was ich übrigens von dir abgekupfert habe als Modell. Seitdem ich meine eigene Arbeitsgruppe habe, gibt es selbstverständlich zu Weltmeisterschaften und Europameisterschaften Tipprunden. Genau, natürlich erinnere ich mich gut und ich habe mit meinem Sohn zusammen getippt, mit Max. Ja, genau. Und das war total wichtig und natürlich erinnere ich mich auch noch, dass Frau Christmann gewonnen hat. Hallo, niemand hat weniger Ahnung von Fußball. Das hat sie auch ganz klar eingeräumt und sie war sehr stolz darauf, dass sie mit ihrer Unwissenheit, mit ein paar simplen Heuristiken die Experten an die Wand gestellt hat. Ja, aber das, ich finde, das ist auch ein Symbol gewesen. Diese Tippgemeinschaft war ja auch ein Symbol für, wir machen etwas zusammen. Da haben natürlich längst nicht alle mitgemacht, mussten ja auch nicht. Aber es waren auch die Zeiten, wo ich auch tatsächlich im Institut bei den Sozialpsychologen Fußballspiele geguckt habe. Ja, ich fand das eine ganz, und das ist auch prägend, finde ich, für meine Erinnerungen an die Heidelberger, ans Heidelberger Institut, ist, dass das ein Institut war. Das ist mit allen Widersprüchen und Problemen und Konflikten klar, aber man hatte das Gefühl, das hier ist das psychologische Institut. Und das habe ich dann später zum Beispiel an der FU total vermisst. Da gibt es auch kein psychologisches Institut. Da gibt es nur den Wissenschaftsbereich Psychologie, der aufgeht im Fachbereich, der aufgeht in einem riesengroßen Gebäude, in dem 4000 Menschen sind. Wahnsinn, Wahnsinn. Und da, wo ich am Anfang immer dachte, wieso sagt hier sich keiner guten Tag? Ja. Vielleicht war das der Vorteil unseres kleinen Instituts. Ich finde ja nach wie vor, dass wir so eine kleine Truppe sind. Wir sind ja unter den 40, 50 Psychologieinstituten in der Bundesrepublik eher mittelgroß. Und es gibt noch kleinere, das weiß ich, aber viele sind deutlich größer.
FU ist bestimmt deutlich größer, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob's, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir so viel größer sind, aber es ist eben nicht in einem Institut, auch wenn das Vor- und Rückgebäude hat. Ja, aber dann ist man eben rausgegangen nach der Vorlesung oder in der Mittagspause. Die Studierenden saßen auf den Treppenstufen und selbstverständlich kannte man die dann. Natürlich, also ich finde, wir haben so eine Community gehabt und diese Community, die hat einen ganz besonderen Charme und hat, glaube ich, auch Bindungen erzeugt und das finde ich, ist auch ganz toll. Ich habe ja auch ein paar Gespräche mit Studierenden geführt, die auch genau so etwas rückmelden, dass sie in der Rückschau 20 Jahre nach ihrem Studium sagen, das hat sie in Heidelberg tief beeindruckt. Und da sind Freundschaften entstanden, die zum Teil bis heute anhalten. Und wo ich auch denke, auch das ist ja ein gutes Zeichen eigentlich. Ne? Okay, Little Albert, Preis für besondere Lehre, den habe ich eben schon erwähnt. Du hast dich darüber riesig gefreut. Ich fand das damals eine tolle Aktion von den Studierenden, dass sie so Preise in verschiedenen Kategorien vergeben haben. Dich hat es tief beeindruckt und wenn er bis heute irgendwo in deinem Büro steht, finde ich das ja auch ein signifikantes Zeichen. Das war nicht irgendwie ein Preis, ich meine, er war nicht dotiert. Es gibt irgend so eine kleine Figur, oder wenn ich mich recht erinnere. Also ich habe die Urkunde. Du hast die Urkunde, okay. Und warum ich das, also ich glaube, dass ich habe das als sehr große Wertschätzung erlebt. Und ich habe mich auch wirklich, also die Lehre liegt mir heute noch am Herzen, lag mir aber damals auch sehr am Herzen. Und das den Studierenden, den aktuellen Stand der Dinge zu vermitteln und das möglichst evidenzbasiert zu tun und ihnen eine Herangehensweise an klinisch-psychologische Fragestellungen zu vermitteln, das hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich habe meiner ersten Vorlesungen war tatsächlich dann Diagnostik in der klinischen Psychologie. Und das hat mich, das habe ich natürlich sehr vorbereitet, aber von der Vorlesung habe ich auch Jahre gezehrt. Und ich habe halt auch einen hochschuldidaktischen Kurs gemacht. Der hat mir sehr geholfen, weil wir dann ein Seminar hatten, in dem die Studierenden tatsächlich einen Reader gemacht haben. Und dieser Reader war dann Grundlage für Prüfungen, konnte der sein, wenn man sich mit dem Thema Borderline zum Beispiel beschäftigt hat. Oder eine andere Idee, die ich auch aus dieser hochschuldidaktischen Fortbildung hatte, war, ein Seminar zu machen und dann sollten die Studierenden doch am Ende mal einen für Laien verständlichen Text machen. Das haben wir zum autobiografischen Gedächtnis gemacht in diesem Seminar und der ist tatsächlich in Psychologie heute veröffentlicht worden, der Text. Also es waren dann eben, ich glaube, eine Gruppe von 3 oder 4 Studierenden, die diesen nach dem Seminar, die ganzen sehr viel wissenschaftlicheren Seminar-Vorträge zusammengefasst haben und übers autobiografische Gedächtnis geschrieben haben. Was mich damals als Forschungsschwerpunkt sehr interessiert hat, was dieses autobiografische Gedächtnis bei psychischen Störungen angeht. Genau. Damals heißt heute, hast du einen anderen Schwerpunkt. Oh, ja. Ich habe schon immer gerne auf vielen Hochzeiten. Auf vielen Hochzeiten. Okay. Und es ist tatsächlich, ich würde es so beschreiben, dass ich immer über die ganzen Jahre hinweg daran interessiert war, wie können wir psychotherapeutische Interventionen besser machen und wie können wir das vor allen Dingen für Personen machen, die entweder schwer zu erreichen sind oder die ein besonders schweres Los haben. Also zum Beispiel hatte ich ein Projekt zu schwer brandverletzten Menschen, die mit den Entstellungen dann hinterher klarkommen müssen, neben den ganzen anderen Problemen, die sie haben. Und ein Programm zu entwickeln, um denen zu helfen, das hat mir richtig Spaß gemacht. Oder jetzt haben wir eben, also Borderline-Störung zieht sich schon durch, haben wir ein Programm entwickelt für Mütter, die eine Borderline-Störung haben, um sie bei der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen. Okay. Und damit letztendlich aus meiner Sicht Prävention zu leisten, hoffentlich. Und das ist gerade ein Projekt, was mich sehr beschäftigt. Da haben wir auch eine große Förderung, das nennt sich Pro Child,
vom BMBF gefördertes großes Verbund. Und wo wir jetzt tatsächlich dann so weit sind, dass wir diese Intervention evaluieren. Okay, ja, das ist toll. Wir sind eigentlich jetzt ja schon aus Heidelberg rausgegangen und in Berlin gelandet, die Zeit nach Heidelberg. Das war für euch ja eine Dual-Career-Geschichte, wenn ich das mal unter diesem Titel betrachten kann. Eigentlich ein Glücksfall, weil ich kenne eine ganze Reihe von Paaren, denen das nicht gelungen ist, als Paar beide dann auch noch an verschiedenen Universitäten an einem Ort. Das ist in Berlin natürlich besonders günstig. Aber das ist doch eigentlich ein Glücksfall, oder wie würdest du das sehen? Absolut. Wir haben auch immer gesagt, es ist ein Lottogewinn. Ist ein Lotto. Aber er war mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden. Okay. Denn wir sind 2004 nach Berlin gegangen. Ein tränenreicher Abschied. Ich wollte nicht weg aus Heidelberg. Aber gut, naja. Also, da habe ich mit Thomas auch schon drüber gesprochen. Thomas hat Schuld daran, dass wir nach Berlin mussten. Inzwischen hat sich das ja alles wunderbar entwickelt. Okay. Aber es war so, dass ich, 2008 habe ich die Professur angetreten. Ja. 2004 habe ich erst als Gastprofessorin an der FU gearbeitet und bin dann in die Gesundheitspsychologie gegangen, okay, weil es da eine damals C2-Stelle gab, die ermöglichte, in Berlin zu bleiben, bei meiner Familie, die ja gerade umgezogen war. Dann hatte ich auch meinen ersten Ruf, der war nun dummerweise 2005 schon, und das an die Universität Siegen. Und das war eine sehr, sehr harte Entscheidung, weil den ersten Ruf lehnt man nicht ab. Kann man eigentlich nicht machen. Habe ich gemacht. Ja, mutig, sehr mutig. Ja, genau. Dann war auch, dann habe ich die Professur in Frankfurt am Main vertreten, bin gependelt aus Berlin nach Frankfurt am Main. Das war jetzt auch nicht so ganz ohne Kosten meinerseits, sage ich mal. Hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte mich tatsächlich 2005 auch auf diese Professur an der FU beworben. Und April 2008 war das dann so, dass ich sie antreten konnte. Diese Jahre, da war ich oft davor, das alles hinzuschmeißen und zu sagen, okay, dann eben nicht. Also, ja. Und da hat mir meine Doktormutter Diane Chambers, die hat mir eigentlich am meisten immer den Rücken gestärkt, neben Thomas und anderen. Aber die hat immer gesagt, nicht aufgeben, weiter in der Wissenschaft versuchen. Ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Botschaft. Man braucht einen langen Atem und darf nicht vorschnell aufgeben und muss mit Enttäuschungen natürlich umgehen. Und hoffen, dass irgendwann das Glück auf seiner Seite liegt. Ihr habt wirklich Glück gehabt. Das freut mich sehr und das ist ganz wichtig. Babette, ich glaube, wir sind fast am Ende. Wenn wir in der Rückschau nochmal an Heidelberg zurückdenken, was würdest du heutigen Studierenden eigentlich auf den Weg geben? Ist klinische Psychologie nach wie vor das Fach, was man eigentlich wählen sollte? Ich denke, viele fangen mit einer Begeisterung an und ernüchtern dann ja doch sehr schnell. Ne? Also, natürlich. Ja. Also klar, kann ich gar nicht. Aber ich würde das nicht so allgemein sagen. Okay. Ja, sondern ich würde es tatsächlich, wenn jemand, also aus meiner Sicht, ich wollte eigentlich immer Sozialpsychologie machen, fand das immer so clevere Experimente und dann nochmal um die Ecke gedacht und dann, das fand ich total spannend, weil mich auch die Interaktion zwischen Menschen eben sehr interessieren und die Mechanismen, die dabei eine Rolle spielen. Und ich würde allen Studierenden raten, sich die Psychologie in der Breite anzuschauen und danach zu gehen, was sie fasziniert, wenn es die Wahrnehmung zum Beispiel ist oder wenn es eher, wie eigentlich ist es mit den Neurowissenschaften, also die Brücke zu den Neurowissenschaften, ja super, dann sollen sie das machen. Wenn sie grundlegend Interesse daran haben, durch Psychotherapie Menschen zu helfen und dabei offen bleiben für wissenschaftlich fundiertes Handeln, dann sollten Sie aus meiner Sicht klinische Psychologie und Psychotherapie machen und sich besonders dem Kindes- und Jugendalter widmen.
Ja, ich finde, das ist ein guter Schlusssatz, weil wir ja gerade dabei sind, bei uns die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie aufzuwerten. Wir kriegen vielleicht sogar eine eigene Professur dazu. Das wäre natürlich ganz großartig. Und danke, dass du das hier nochmal unterstreichst und in deinen Empfehlungen nochmal ganz klar sagst, wir sollen diesen Weg gehen. Babette, vielen Dank, dass du bereit gestanden hast. Ich schalte unsere Videoaufzeichnung ab. Ich glaube, wir haben ein bisschen autobiografisches Gedächtnis aufgewühlt. Das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und danke, dass du daran teilgenommen hast. Sehr, sehr gerne.